So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Diesmal wieder ein Booster Opening. Und ich habe von den alten Relic Tokens von Ultra Pro noch welche in die Finger gekriegt. Und deshalb würde ich sagen, reißen wir die mal auf. Gucken wir uns mal an, was da drin ist. Na? Okay, so. Gucken wir uns mal an, was da drin ist. Ich fand die Relic Tokens aus der ersten Generation ziemlich cool. Die aus der zweiten Generation können wir uns hier schon mal spoilern. Okay, cool. Da gibt es Chalice of the Void. Es gibt einen Storm Counter. Oh mein Gott, wie cool. Also ihr seht das ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen reingezoomt. Die gibt es dann nur in Foil. Ne, in Non-Foil, in Foil. Ihr habt einen Jace Mind Sculpture, Marit Lage, ein Copy, ein Treasure, ein Germ, ein Ritter, ein Sliver, oh, der alte Sliver sogar, wie cool. Ein Wolf, grün-schwarz, ein Vampire, ein Squirrel, ein Golem, eine Fairy und ein Food. Okay, sehr coole Kollektion. Ich mag den Chalice, ich mag den Storm, ich mag die alle. Bis auf den Ritter, den Wolf. Und den Golem. Und den Vampire. So. Die ziehe ich jetzt alle. Ich weiß nicht, ob die eine verschiedene Seltenheit haben. Aber. Wir haben hier als erstes. Ich hab's ja gedacht, der Wolf. Ziehen wir mal. Ah, schön das Ding hier ab. Okay, man sieht es ziemlich klar. Das kann man sehr schön durchgucken. Man sieht den Artist. Man sieht, welche Farbe, nämlich zwar ein grüner, ist tatsächlich kein grün-schwarzer Wolf, es ist nur ein grüner Wolf. Ja, man sieht hier die Farbe, man kann hier unten die Stärke einstellen, zum Beispiel wahrscheinlich meistens 2-2. Und, oh mein Gott, man kann hier oben, seht ihr das? 5-4, man kann die Anzahl einstellen. Wie nice ist das denn? Okay, sie haben sie verbessert. Das letzte Mal waren die nämlich so rum und sie waren doof. Dieses Mal sind sie so rum und sie sind echt okay. Von der Qualität her sind die genauso wie die letzten. Und die letzten waren cool. So, packen wir aus dem Bild, gucken wir uns das nächste an. Okay, ich habe hier erstmal ein Food. Ich weiß jetzt noch nicht genau, warum ich hier unten so ein Food-Ding habe. Und hier so ein Ding. Keine Ahnung. Vielleicht um 3-3 Elch-Foods zu zeigen. Davon habe ich 8 Stück. Ich weiß es nicht. Das finde ich ein bisschen strange, dass die nicht angepasst haben. Weil ein Food braucht die hier unten nicht. Eigentlich nur das hier oben. Und genauso geht's dem, dem Storm-Count, der das da oben nicht braucht. Ja, strange. Strange. Das finde ich wiederum ziemlich strange. Aber ich finde es cool, dass sie eingefügt haben, dass man sieht, was für eine Farbe es ist. Ja, das Food ist strange, der Wolf ist cool und wir haben noch einen sinnlosen Jace the Mind Sculpture. Warum ist hier ein Jace the Mind Sculpture drin? Einfach nur bei Jace. Ich meine, hier oben, das ist ganz cool mit den, mit den Marken, dass man hier was draufstellen kann. Das ist ganz cool. Aber, oder man macht es hier unten, aber der wird ja nie mehr als 12 Marken haben. Oder 13. Irgendwas in dieser Richtung. Aber warum hat man dann hier oben das Rädchen? Das verstehe ich nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde die Tokens sehr cool. Ich würde die auch mehr nutzen, wenn es davon sinnvollere gäbe. Ich bin die ganze Zeit am gucken, ob man diesen Storm-Token, den hätte ich gerne. Den Storm-Token hätte ich auf jeden Fall gerne. Vielleicht auch den Treasure-Token. Ja, wenn ich jemals nochmal davon aufmache oder welche in die Finger kriege, weil die sind ja schon überall wieder ausverkauft. Sind auch schon fast ein halbes Jahr wieder alt. Naja, egal. Oder ein Jahr. Kann sogar sein, dass die jetzt schon ein Jahr alt sind. Krass. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.